Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Abschleppszenarios auf der Main-Spessart-Bahn. Wir sitzen hier noch gerade in dem Taurus, haben hier mit dem Kollegen geschnackt, haben da vorne schon an den Zug heranrangiert. Ach, der Fahrdienstleiter hat uns auch schon die Erlaubnis zur Weiterfahrt gegeben. Dann verabschieden wir uns mal eben von unserem Kollegen hier vorne, der als sein Geist hier noch sitzt und diesen Taurus noch irgendwo hinfahren wird. Wohin fährst du, Kollege? Nach München. Na gut, fährt er nach München. Ohne Buchfahrplan, aber was soll's. So, dann ruhige Schicht noch. Ciao, ciao. Tür zu. Schöne Lok, oder? Ich finde die Lok sehr, sehr schön. Das ist die Eurovision-Lok. Repaint von Tom Fresco aus dem Railsim-Forum. So, Tom Fresco ist auch ein relevanter Name für dieses Szenario. Der hat nämlich dieses Szenario erstellt. Daher einen großen Dank an ihn. Huch. Einen großen Dank an ihn für dieses Szenario. Wir fahren jetzt mit unserer 363, unserer V60 und unseren Dostos da hinten hoch bzw. runter nach Aschaffenburg, weil dieser Zug hier vorne liegen geblieben ist. Der Kollege, der konnte keine Leistung mehr aufschalten. Die 146 da hinten funktioniert wohl nicht mehr ganz. Dann gehen wir mal dahin. Ach, guck mal, der Panto ist noch oben. Den sollten wir vielleicht mal senken. Also keine Ahnung, ob das so vom Szenario-Bauer vorgesehen ist, dass wir jetzt hier noch den Panto senken, aber probieren wir es einfach mal aus. Panto ist immer noch oben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich den Zug übernehmen. Wir machen das jetzt einfach mal. Eventuell zerstören wir damit. Achso, wir können gar nicht den Zug übernehmen. Ja gut. Also wir haben den Zug schon übernommen. Das ist ja unser Zug. So, Stromabnehmer runter. Achso, wir müssen den Fahrtrichtungswender reinstecken. Klar, neutral. Und jetzt senken. Ach, schon wieder den gleichen Fehler. Wir hatten halt erst den Hauptschalter. Ja gut. Na gut, kann ja mal passieren. So, das Display dann bitte auf aus. Display auf aus. Bremsen lösen wir hier vorne. Die Beleuchtung machen wir aus. So. Jawohl, unsere Lok ist kalt. Sehr gut. Oh oh. Nicht so gut, wir sind gerade gerollt. Okay, also offensichtlich ist die Handbremse auch nicht mehr angezogen. So. Sehr schön, die Baureihe 204. Ups. Sind wir jetzt gerade durch die Tür? Na gut. Passiert den Besten. So, dann setzen wir uns hier mal hin. Ziehen mal die direkte Bremse noch an. Die Zugbremse lösen wir schon mal. Generalschlüssel auf an. Dann übernehmen wir hier die Seite. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Das hat funktioniert. Hervorragend. So, PZB müssen wir noch anmachen. Das geht hier vorne. PZB an. Untere Zugart. Das ist genau korrekt. Was ist das? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Okay, interessant. Cool. Treibstoff vom Bus an, Motor startet, da. Führerstandsbeleuchtung machen wir. Nee. Motorraumbeleuchtung machen wir an. Signallichter vorne weiß, vorne links, vorne rechts. Hinten rechts machen wir ganz kurz an und gucken mal, wie das aussieht. Achso, die, ja gut, die sind jetzt weiß. Naja, nee, das will ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich die halt hinten auf rot bekomme, beziehungsweise wie die dann hinten auf der Lok rot aufleuchten würden, aber ist ja auch egal. Vorbeleuchten machen wir an. Instrumentenbeleuchtung auf jeden Fall. Motorlicht an. So. Dann, wir haben den Streckengang, genau. Das ist auch korrekt. Ich dachte ganz kurz, wir rollen, aber das tun wir nicht. So. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Sehr schön. So. Auf geht's. Auf geht's ins wilde Getümmel. Hoffentlich klappt das. Ach so, ja. Okay. Ich glaube, wir müssen doch noch mal auf der Lok da die Bremse lösen. Machen wir das eben noch mal. Wir dürften nicht wegrollen. Die Lokbremse ist hier angelegt bei unserer V60. Ich weiß, das, was ich jetzt mache, ist weit weg von jeglichem Realismus. Das ist mir schon klar, das muss mir keiner sagen. Aber das ist auch nicht der Anspruch hier bei diesen Videos. Das wisst ihr, ich bin kein echter Lokführer. Ich tue nur manchmal so, als hätte ich eine Ahnung, wovon ich rede. So. Ja, okay, sehr gut. Wir rollen. Dann einmal Leistung wegnehmen und gucken, ob Bremsen angezogen sind. Wir sind irgendwie selbstständig zum Halten gekommen, obwohl es sogar runter geht und ich höre auch so ein leichtes Quietschen. Irgendwo scheint eine Bremse angezogen zu sein. Oder? So, Leistung ist wieder weg. Oder ist das einfach nur das Gewicht der Dostos, die uns da langsamer machen? Also sagen wir so, es geht ja mit 0,1% bergab. Theoretisch müssten wir selbst ins Rollen kommen, aber das tun wir nicht. Okay, wir gucken noch mal, ob irgendwo irgendwelche Bremsen angezogen sind. Wo ist denn die Handbremse?
Direkte Bremse ist gelöst. Müssen wir noch den Bremsschlüssel auf einstellen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass das jetzt zur Lösung des Problems beiträgt. Aber wo ist denn die Federspeicherbremse? Oder gibt es irgendwie wie bei den Intercities so ein Handrad? Ich weiß nicht, probieren wir es jetzt einfach mal aus. Fahrtrichtungswende ist nach wie vor in Vorwärtsstellung. Führerstand hier ist übernommen. Lösen wir die Bremse und schalten Leistung auf. So, mal gucken, ob wir wieder von alleine langsamer werden. Ja, ich höre die Dostos immer noch vor sich her quietschen. Naja, dann ist das so. Dann fahren wir jetzt mit irgendeiner angezogenen Bremse. Können wir jetzt nichts für. So, aufpassen, dass wir jetzt nicht schneller als 40 werden. Ah, die Autos fliegen hier ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob es am Gewicht des Zuges liegt, warum wir so extremst langsam beschleunigen, oder ob es tatsächlich daran liegt, dass irgendwo wirklich noch eine Bremse angezogen ist. Gut, ich meine, unser Gesamtgewicht ist jetzt nicht gering, ne? VMAX 60 km/h. Achso, wo ist die SIFA? Habe ich jetzt immer noch nicht herausgefunden. Steckdosen, aha. Also SIFA-Schalter ist, wo ist denn der Totmann-Schalter hier?
Ich sehe den nicht. Ach, das ist so ein Pedal, ne? Nicht? Na, ist auch egal. Wir fahren ohne SIFA. Entkuppeln, auf keinen Fall. Sand. Sand ist nicht schlecht. So, wir sind fast bei unseren 60 km/h angekommen. Zum Glück fahren wir bergrunter und nicht berghoch. So, die 60 sind erreicht. Süß. So, noch 5,6 Kilometer, dann sind wir in Aschaffenburg Nord. Hübsch, oder? Die SIFA ist ja aus, deshalb können wir uns ein bisschen freier hier bewegen. Eine Beeinflussung ist nicht voraus, wir fahren auch noch nicht 60 km/h. Also gucken wir mal hier aus dem... Okay, besser nicht. So ist es schon besser. Die Übersicht hier gefällt mir. Ich würde eigentlich gerne im Stehen fahren. Können wir uns auch mal wieder umblicken und gucken, ob noch alle Dostos da sind. Bisschen bewegen, bisschen was für den Schrittzähler machen. Das ganze Sitzen ist ja nicht auf Dauer allzu gesund. Wie schnell fahren wir? Okay, 89, 59. Schön hier unten. Ah, hier ist ein Feuerlöscher, sehr gut. Brandschutzanweisung. Was gibt es Wichtigeres in Deutschland als genau das? Das ist eine nette Übersicht hier vorne so.
So, was ist das? Hier kann ich den Fahrdienstleiter anrufen. Das hier ist dann wohl das GSMR-Gerät. Und was das hier ist? Uhrenlauf. Keine Ahnung. Stunde, Minute, Tag. Zeitbegrenzer. Ist das Steuerungsvorwärme- und Warmhalteanlage? Interessant, was es nicht alles so gibt. Was haben wir noch hier auf dieser Lok? Batteriespannung. Oh, warum ist das rot? Was ist das? Nothalt, Überbrückungsschalter. Ha, okay. So, Leistung runter. Und wir bremsen langsam. Nein, nein. Da bin ich. Bin gerade irgendwie ein bisschen zu blöd für die Lok. Warum geht er denn nach der Fahren in die neutrale Position? Okay. Und dann aber in die Notbremsstellung. So, kann ich das nur mit der direkten Bremse machen? Das glaube ich nicht. Dann machen wir es jetzt nur mit der direkten Bremse, auch wenn ich nicht glaube, dass das richtig ist, aber ich sollte vielleicht nochmal das Einführungstutorial spielen. Das hatte ich ja damals auch schon echt verkackt, das weiß ich. Da hatte ich mit der Steuerung auch schon ziemlich Probleme. Ich hoffe, die G6 wird mir persönlich ein wenig besser zusagen. Wobei auch die Lok super ist. Also die 363 ist eine tolle Lok. Ganz, 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 ganz toll gemacht. Auch sehr schön von außen. Gerade hier diese Version. Okay, dann machen wir es nur mit der direkten Bremse. Oh, wir sind zu schnell. Da haben wir eine Flachstelle. Und müssen jetzt aber langsam mal. Ich glaube, ich fahre die Lok gänzlich falsch. Wenn man die in Realität so fahren würde, wie ich das mache, würde die Lok wohl binnen einer Woche reif sein für den Schrottplatz in Mukran. Ah, schön. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was wir hier noch so rumstehen hatten. Noch eine 363, 155 und eine 182. So. Naja, das Signal ist grün. Wir könnten theoretisch weiterfahren.
So, dann halten wir noch bündig am Signal, rollen noch die letzten paar Meter aus. Und bremsen dann rein. Jawohl. Ich dachte, das Szenario ist hier zu Ende. Das ist wohl mitnichten der Fall. Wir müssen noch 500 Meter weiterfahren. Mussten nur hier mal zwischendurch ganz kurz halten. Akkord Special. Aha. Hinten steht noch eine S-Bahn. Und ein Intercity. Und eine 146. Und noch irgendeine andere Lok, eine 185. Und wir halten an. Nehmen einfach die Vollbremse. Warum nicht? Herrlich. Eine Flachstelle. Das gibt schöne Flachstellen auch. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Das macht sogar unterschiedliche Geräusche. Geil. Mega. Ah, das ist sogar ein Repaint hier vorne. Fahrzeug Natur von der Baureihe 101. Cool. So, dann halten wir jetzt an. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier vorne anhalten sollen auf der Weiche. Ist doch Quatsch. Also kann der Szenariobauer nichts für, das ist halt irgendwie vom TSW so. Noch ein Repaint. Das ist grün. Baureihe 185. Hier wird CO2 gespart. Und wie gesagt, hier das andere Fahrziel Natur. Ach, hier sieht man sogar, ich bin gerade dabei, das Repaint zu überarbeiten. Hier sind schon die ersten weiteren Details mit dabei. Aber das wird dann irgendwann noch veröffentlicht. So, wir halten an. Cool. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen bei Teil 2 dieses Szenarios. Lasst mal einen Daumen hoch da beim Szenario-Ersteller. Der Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es ist mal wieder was Neues.
was Abwechslungsreiches gewesen, mal mit der 363 auf meinen Spessart unterwegs gewesen zu sein. Etwas, was ja mitnichten selbstverständlich ist. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen, hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.